ist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Kennst du das Gefühl von Traurigkeit? Was empfindet man, wenn man plötzlich während eines Kampfes innehält und in der Abenddämmerung zum Himmel emporblickt? Würde sich vielleicht all der unterdrückte Hass auflösen? Vielleicht um zu leben. Möge dich dieser bescheidene Wunsch in den nächsten Tagen geleiten. Ihr müsst die Räuber vom Sherwood Forest sein. Nimm sie weg! Rückzug, Leute! Wir haben durch diese dummen Kerle nur kostbare Zeit verloren. Lassen wir sie laufen. Wir müssen weiter. Ich finde es seltsam, dass Robin heute noch nicht aufgetaucht ist. Du hast recht. Ich frage mich, wo er steckt. Dieser Faulpelz schläft wahrscheinlich noch. Dann braucht er den Schlaf. Diese Wunde auf seiner Brust tut ihm bestimmt noch weh. Stimmt, davon muss er sich erst erholen. Robin! Ich hatte keine Ahnung, dass du hier bist. Sag mal, hast du immer noch so starke Schmerzen? Warum sagst du denn nichts? Darf doch wohl nicht wahr sein. Ist das ein neues Gesetz? So was hat es aber bis gestern nicht gegeben. Und was passiert, wenn ich mich einfach weigere? Ab heute müsst ihr Wegezoll zahlen. Nur wer bezahlt, darf die Wege durch den Sherwood Forest benutzen. Ja, ja, schon gut. Ich werde tun, was ihr verlangt. Mein Kompliment, Lord Elwin. Ich staune immer wieder über eure Einfälle. Diese Zollstelle einzurichten ist eine wunderbare Idee. Sie bringt uns doppelten Nutzen. Wir nehmen Geld ein und zwingen Robin, sich von den Wegen fernzuhalten, weil meine Gebühreneintreiber sie ständig überwachen. Ihr habt recht, er kann sich in den Wäldern nicht mehr frei bewegen. Außerdem sind ihm Clio und die Ritter auf den Fersen. Und die werden ihn in Stücke hacken. War das lecker. Oh, da gibt es ja noch was. Darf ich das haben? Nein, tut mir leid, das ist für Robin. Oh, wirklich? Kaum zu glauben. Robin würde doch niemals das Frühstück verpassen. Was hat er denn? Er verhält sich sehr merkwürdig, seitdem er aus der Stadt zurückgekommen ist. Zum ersten Mal ist er eine ganze Nacht fortgeblieben. Außerdem hat er eine Verletzung an der Brust. Ich frage mich, wie das passiert ist. Gestern hat Mutch mir erzählt, dass er in der Stadt ein wunderschönes Mädchen getroffen hat. Vielleicht hat er sich verliebt. Ah ja, verliebt? Das ist ja wunderschön. Das ist ja herrlich. Es wäre doch möglich. Wenn das stimmt, ist er wirklich ein Glückspilz.
Er ist verliebt, wie ich ihn beneide. Also, ich finde, dass er ganz und gar nicht glücklich aussieht. Aber das weiß doch jedes Kind, das Liebe oft sehr wehtun kann. Wo gehst du hin? Hinüber zur Lichtung. Macht euch keine Sorgen. Ich will nur etwas mit dem Holzschwert üben, damit ich in Form bleibe. Cleo! Ich bin froh, dich zu sehen. Den ich sehr gern hatte, ohne eine Spur von Mitleid zu zeigen, getötet. Jetzt musst du dafür bezahlen. Was für ein grausamer Scherz des Schicksals. Ihr Messer ist an dem Glücksbringer abgerutscht. Sie selbst hat ihn mir geschenkt und jetzt verdanke ich ihm mein Leben. Ich wäre lieber gestorben, als das noch länger zu ertragen. Cleo. Gebt uns Bescheid, wenn ihr vom Turm aus etwas seht. Ihr müsst euch ausruhen. Wir suchen inzwischen nach Robin. Ich bin nicht erschöpft und ich will nicht, dass ihr mich wie ein kleines Mädchen behandelt. Wie ihr wollt, haltet dort oben Wache. Wo dort unten hat sich dieser schreckliche Junge versteckt. Es ist furchtbar. Ich habe es erst vor kurzem erfahren. Mein Bruder, den ich über alles geliebt habe, ist ermordet worden. Entschuldige! Cleo. Mein lieber Bruder. Es ist schön, dass du hier bist. Wie kann das Schicksal nur so hart und grausam sein? Du entkommst mir nicht, Robin. Wir können mit der Karte, die Lord Elwyn uns gegeben hat, nichts anfangen. Wesentliche Teile sind unvollständig. Wenn wir dem Fluss folgen, werden wir sie bald haben. Sie brauchen Wasser, also ist dort das Lager von Robin und seinen Freunden. Wir müssen sie mit einer List aus ihrem Versteck hervorlocken. Dann schnappen wir sie und bringen sie um. Dann lasst uns überlegen, wie wir vorgehen wollen. Lady Cleo, habt ihr etwas beobachtet? Nein, verzeiht, wenn ich euch störe. Ich wollte euch um einen Gefallen bitten. Sagt uns, was ihr wünscht. Lasst mich Robin töten. Schließlich ist er der Mörder meines Bruders. Wenn ihr euch das zutraut? Euer Mut ist bewundernswert. Unterschätzt ihn nicht. Ihr vergesst, was für ein gefährlicher Gegner er ist. Immerhin hat er einen Ritter wie Gilbert besiegt, der stärkste und tapferste von uns war. Dieser Bursche ist sehr gerissen, also seid vorsichtig. Ja, seid auf der Hut. Das stimmt. Mein Bruder war ein mutiger Ritter und ein großer Kämpfer. Ich frage mich, wie Robin es geschafft hat, ihn zu überwältigen und zu töten. Ich werde ihn nicht unterschätzen. Robin ist in ein Mädchen aus der Stadt verliebt. Aber das ist kein Grund, dass er seinen Hass auf Elwyn vergisst. Halt, wer ist da? Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Matsch, du? Little John hat mir befohlen, Robin zu suchen. Ich habe eine wichtige Nachricht für ihn. Und was für eine? Im Wald verstecken sich drei furchtbare Ritter. Sie haben vor, Robin umzubringen. Was sagst du? Die muss Elwyn geholt haben. Ja, kann schon sein. Die Ritter sind bessere Kämpfer, als Elwyns Leute sonst sind. Unser Angriff auf sie war ein Reinfall. Hm.
Diese Zollstation bringt Alvin nicht viel ein und für uns macht sie die Suche nach Robin nur schwieriger. Nein, das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Sie wird uns sogar von Nutzen sein. Wie meint ihr das? Für die armen Leute ist Lord Elvins Wegezoll nur eine Schikane. Verstehe. Robin und seine Freunde werden das nicht zulassen. Ja, weil sie immer für das Recht der Schwächeren kämpfen werden. Also warten wir. Ich bin sicher, dass er bald hier auftauchen wird. Dann sitzt er in der Falle. Und ihr könnt an ihm Rache nehmen. Was ist denn mit dir los? Komm, sei wieder fröhlich. Du machst mir Angst. Mir tut die Wunde weh. Es tut mir leid. Bitte geh jetzt. Ich möchte etwas allein sein. Aber wir brauchen deine Hilfe, Robin. So eine Schweinerei, diese Zollstelle ruiniert uns das Geschäft. Ab jetzt werden nur wenige Kaufleute in den Wald kommen. Wen sollen wir da noch überfallen? Mist. Lady John, was zum Teufel soll das da unten bedeuten? Elvins neuester Einfall. Er verlangt von jedem, der durch den Wald gehen will, Zoll. Ist er selbst etwa auch da? Dieser verfluchte Kerl! Marion! Warte, was hast du vor? Lass mich los! Lass mich sofort los! Bist du verrückt? Wenn du da allein rübergehst, ist das glatter Selbstmord. Hast du immer noch nicht begriffen, dass du gegen Elwin allein gar nichts ausrichten kannst? Übrigens, Leute, wo steckt eigentlich Robin? Egal, wo er ist, ich will jetzt kämpfen. Gut, dann greifen wir ohne ihn an. Also, wir werden uns verteilen und auf mein Zeichen schlagen wir von mehreren Seiten auf einmal los. Einverstanden? Ja! Yeah! Matsch, du nimmst dir zwei Männer und kletterst mit ihnen auf den Felsen dort. Zu Befehl, Chefchen. Sucht euch einen großen Stein und lasst ihn in die Schlucht rollen. Wenn er bei den Soldaten angekommen ist, greifen wir an. Ja, verstanden. Freiwillige vor. Hier, ja, bist dabei. Aber ich verlange, dass ihr Alvin mir überlasst. In Ordnung, wie du willst. Vergiss nicht, wenn du mit ihm nicht fertig werden solltest, bist du es, die dabei ihr Leben verlieren wird. Mir gefällt das überhaupt nicht, wenn Robin nur hier wäre. Diesmal müssen wir ohne ihn klarkommen. Schließlich ist er verletzt. Wisst ihr, ich bin neugierig, ob dieses Mädchen, in das Robin sich verliebt hat, wirklich so hübsch ist, wie er sagt. Ich würde sie gern mal kennenlernen. Ihr auch? Warum rührt sich Matsch eigentlich nicht? Ihr habt recht gehabt. Sie kommen. Ist Robin dabei? Wir sind endlich da. Ja, das ist genau die richtige Stelle. Das müsste klappen. Von hier aus werden wir sie voll erwischen. Los, stemmt die Stücke unter den Felsen. Sehr gut. Und jetzt mit ganzer Kraft. Strengt euch ein bisschen an. Ja. Er beginnt sich zu bewegen. Na, warte, Bürschchen. Die schwarzen Ritter. Du bist einer von den Räubern, die uns heute überfallen haben. Weißt du, wo Robin ist? Du bist doch ein Freund von ihm. Das werde ich euch nicht verraten. Aus mir werdet ihr kein Wort herausbekommen, ich warne euch. Ich bin ein tapferer und unbesiegbarer Kämpfer. Was macht ihr denn überhaupt hier oben? Na, wir wollen den Felsen auf die Zollstelle... Ich verstehe. Ihr wollt sie zerstören, weil sie euch ärgert. Solange sie steht, kommen kaum noch Kaufleute durch den Wald. Und das ist für euch Räuber das Schlimmste. Ja, genau. Na gut, wir helfen euch. Wie? Endlich! Sie haben es geschafft! Los, greift an! Was zum Teufel ist hier los? Sie werden ihr blaues Wunder erleben! Wir helfen! Wir helfen! Es liegen geblieben! Oh, das gibt ein Unglück! Anhalten! Ihr müsst sofort anhalten! Halt! Marion, mach keinen Fehler! Bist du vollkommen wahnsinnig geworden? Ich habe das Gefühl, dass das nicht gut geht. Marion greift allein an.
Ist das etwa ein Mädchen, das da angreift? Ja, ein Mädchen. Aber was für eins? Marianne! Oh, verdammt, das ist Marianne. Was sagt ihr da? Dann bekommen wir sie endlich in die Finger. Ohne was dafür zu tun. Sie fällt uns einfach vor die Füße. Elvin! Gleich fährst du zur Hölle! Soldaten, schnappt euch dieses kleine Luder! Hast du den Verstand verloren? Halt an, solange es noch geht, Marianne! Sei vernünftig, wir müssen aufgeben! Nein, auf diesen Moment warte ich schon lange! Du bist verrückt, wir müssen uns sofort zurückziehen! Elvin, die Stunde ist gekommen. Jetzt bezahlst du für deine Verbrechen. Du willst das nicht anders! Lass mich durch! Ich komme, Elvin! Sei still, Marin! Jetzt kann ich mit diesem Strafdieben ein für alle Mal aufräumen. Ich bitte euch, Marian schonend zu behandeln. Ich brauche sie noch. Marian! Greift sie euch! Robin, Robin ist da. Wenn er nicht gekommen wäre, wären wir geliefert. Los, beeilt euch! Lauft in den Wald, versteckt euch! Ich habe gewusst, dass er kommt. Endlich treffe ich ihn. Jetzt kann ich meinen Bruder rächen. Er würde stolz auf mich sein. Diese Feiglinge! Bringt den Kerl her, fangt ihn! Ja! Danke, Robin. Ist alles in Ordnung? Ja, wir ziehen uns besser zurück. Wer seid ihr? Robin, bereite dich auf den Tod vor. Tja! Ich kenne euch. Bin ich euch nicht mit Clio auf der Brücke begegnet? Wir sind die Ritter vom Orden der Schwarzen Rose. Du hast unseren Anführer Gilbert heimtückisch ermordet. Du wirst sterben. Robin! Halt, oder wir töten euch. Ich habe keinen Mord begangen. Ich bin unschuldig. Du lügst. Es ist zu spät. Du kannst dich nicht mehr rausreden. Was? Du, Clio? Clio! Ich bin so froh, dich zu sehen. Nein! Ich bin hier, um mich an dir zu rächen. Du hast meinen Bruder getötet. Meinen geliebten Bruder Gilbert. Clio, heißt das... Heißt das, du bist seine Schwester? Ja, so ist es. Ich bin die Schwester von Gilbert, dem tapfersten und edelsten Ritter, den es gab. Aber ich war's nicht. Das hier hat mir das Leben gerettet. Du hast es mir geschenkt. Bringt ihn endlich um! Versucht nicht zu fliehen! Und die anderen auch! Schickt sie alle zur Hölle! Gleich sind wir den verdammten Kerl für immer los. Es wird mir ein Vergnügen sein, bei seinem Ende zuzusehen. Der Gefangene gehört euch, Lady Cleo. Nehmt Rache für den Tod eures Bruders und unseres Anführers. Cleo, nein! Du hast meinen Bruder Gilbert ermordet. Du bist ein abscheulicher und gemeiner Mörder. Sie ist Gilberts Schwester. Nein, tu es nicht, Clio. Alvin benutzt dich doch nur für seine Pläne. Sei still, du Feigling. Ich falle nicht auf dich herein. Du kannst dich nicht herausreden. Du lügst. Du hast ihn getötet. Du verstehst gar nicht, was du mir angetan hast. Gilbert war wie ein Vater für mich. Er war der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen, wenn das möglich wäre. Ich war noch klein, als unsere Eltern gestorben sind. Wir hatten kein Zuhause mehr. Wir mussten von Stadt zu Stadt ziehen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Mein Bruder hat mich immer beschützt und mir versucht, den Vater zu ersetzen. Wir hatten ein hartes Leben, aber ich habe mich bei ihm sicher und geborgen gefühlt.
Er war mein Schutzengel. Ich werde dir niemals verzeihen, dass du ihn ermordet hast. Du hast mir das Herz gebrochen. Ich empfinde nur noch Hass. Und mein einziger Wunsch ist Rache. Cleo! Ich verstehe nicht, was da gerade geschehen ist. So etwas gibt es nicht. Das muss ein Traum sein. Nein, schlimmer. Es ist ein Albtraum, der Wirklichkeit geworden ist.